Hallo meine kleinen Mäuse! Herzlich willkommen auf Kimmis Kinderkanal. Ich wollte euch heute zeigen, wie man aus einer Brottüte eine Handpuppe zum Spielen macht. Und zwar wird das ein kleiner Teddy. Das sieht noch gar nicht aus wie ein Teddy, oder? Kommt, ich zeige euch, wie es geht. Für unsere Teddy-Handpuppe brauchen wir natürlich eine Brottüte. Vier Seiten braunes Papier, Flüssigkleber, eine Schere und ein Stift und zwei Wackelaugen. Als erstes schneide ich die Ohren aus und wer noch nicht mit der Schere umgehen kann, holt sich bitte Hilfe von einer größeren Maus. Denn vorsichtig, Scheren sind sehr spitz und man kann sich an ihnen verletzen. Tada! Als zweites schneide ich zwei Ärmchen aus. Das erste Ärmchen und das zweite. Hier habe ich schon mal eine Schleife vorgemalt. Dann braucht unser Teddy natürlich auch eine Nase. Und für den Mund eine Zunge. Nun nehmen wir unsere Brottüte, gehen mit der einen Hand rein, legen die andere Hand darüber und knicken die Brottüte, sodass ein Mund entsteht. Wie macht die Ente? Quack! Quack. Aber das wird ja keine Ente, sondern ein Teddy. Jetzt kleben wir auf die Rückseite die zwei Teddyohren. Ganz unten ein bisschen Kleber. Und dann auf die Rückseite, ganz außen, bringen wir sie an. So, das sieht doch schon eher nach einem Teddy aus. Jetzt kommen die zwei Ärmchen auch auf die Rückseite. Und zwar genau so. Auch ein bisschen Kleber. Und dann das erste Ärmchen und das zweite. Jetzt schauen wir erstmal, wo wir die Zunge anbringen wollen. Klappen es hoch und es ist ungefähr so, dass wenn man es runterklappt, das noch sieht. Dieses Mal verteile ich den Kleber großflächig, damit er überall gut hält. Jetzt noch ein bisschen Kleber auf die Schleife. Packe ich unter das Kinn, schön mittig, die Nase, und die zwei Wackelaugen. Die setze ich schön über die Nase. Und dann sind wir fertig. Hallo Mäuse! Ich hoffe, eure Teddys sind genauso süß geworden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Tschüss!